Moin und herzlich willkommen mit dabei ist VT Command Erster Weltkrieg. Nur mit Österreich und noch ein paar KI-Verbündeten. Insgesamt ist die Situation ganz okay, außer an der Westfront, die immer mehr wegbröckelt, zuletzt auch Lüttich gefallen. Das sieht unschön aus und hier machen die einfach nicht so viel aus ihrer ganzen Masse, die sie da haben. Und bei den Osmanen, es wäre schon unangenehm, wenn Jerusalem viele oder Akaba wenn Moral schon ein bisschen angeschlagen ist. Noch sieht es stabil aus und zugegeben, Erzurum wirkt irgendwie auch ein klein wenig bedroht. Ist auch schon selber auf Stufe 0, also wenn die hier einmal die Straße zumachen, ist der Ort weg. Da kann man nur hoffen, dass die das halt nicht machen. So KI-typisch manchmal solche Sachen liegen lassen. Ansonsten in Griechenland weiter wird belagert, aber das nutzt nicht viel, solange da noch frei ist. Ja, und ihr kommt an den Ort da nicht ran. Du eigentlich auch langsam zurück, zum Beispiel die Straße da noch absichern, während du auf Dauer in den Ort zurückgehst. So, in Italien soll man eigentlich Padua erobern. Ja, und dann einfach mal sehen, inwiefern man noch weiterkommt. Gut, wir haben hier noch, du, ach, das kann ich. Ah, ist gar nicht mehr unterstellt. Dass der Kuh wahrscheinlich da stünde, aber da steht irgendwie den Einheiten auch ein bisschen im Weg. Aber sonst schießt du erstmal auf den und wir gucken, wie weit wir kommen. Der ist nämlich auch nicht unterstellt, sonst wäre die Bereitschaft nicht so ein Stück unter der Moral. Also das sieht schon mal nach ganz vernünftigen Angriffen aus. Ja, die Frage, ob man den nicht auch noch gleich zerschlagen bekäme. Schon mal ganz ordentlich gelaufen. Natürlich stehen sich alle wieder im Weg. Ah, Mann. Das ist doch der Erfahrung aufbauen soll. Das ist so ärgerlich, wenn der zwei Schaden bekommt. Und dann gehst du wahrscheinlich erstmal rein und kassierst Angriff noch ein Brite. Aber du kannst wieder raus. Also wahrscheinlich einfach. Ja, jede hier ist noch so lange rumtort. Ich glaube, ihr tauscht euch einfach durch. Moment und gut ist. Gut, jetzt könnte man sich doch noch fragen, ob man den auf halbautomatisch nicht irgendwie näher rankriegt. Beziehungsweise den brauchen wir, damit er da reingeht. Nächstes Mal den holen und danach Venedig. Auch nicht unterstellt, wenn wir den zum Beispiel dahin schieben. Würdest du die kriegen? Naja, wo du könntest die Art hier rausnehmen und dafür noch den. Wären die beiden drin? Dann schauen wir mal. Schlagen ist drin, die Frage ist mit auf das Feld gehen. Also vielleicht die beiden durchtauschen und hoffen, dass der da noch die Power hat, weil ansonsten kommt da glaube ich keiner mehr hin. Sehr schön, du läufst auch noch eine Arti. Was sind denn hier so viele Briten? Und dann mal wieder sehr KI-typisch kein Haku dazwischen zu stellen. Gut, ihr könnt euch da aufstellen. Frankfurt mit einer 8, das müsste passen. Ob wieder automatisch, aber wenn man hier noch mehr Zeug vorbeischickt, bräuchte man irgendwann noch ein HQ. Ich glaube, wir haben schon, genau, wir haben schon alle Österreicher. Oder halt Führung und Kontrolle wieder hochziehen, aber gerade ist die Forschung sowieso voll, aber demnächst wird hier mal wieder was frei. So, sieht ordentlich aus, dann die alle hier entlang ein bisschen abräumen. Könnt jetzt fast überlegen, einfach so noch Rumänien den Krieg zu erklären, wenn man jetzt ganz gut an alles rankommt.
Das erscheint mir dann doch etwas übertrieben. Hier den Weg frei und... Ihr holt euch dann gleich die Garnison und könnt hier dann schon mal langsam übersetzen. Ob mal der Bulgare dabei will. Nebenbei, hier ist noch irgendeine deutsche Einheit. Geh mal zu den anderen da oben. Danke. So, ihr solltet die Stadt einnehmen. Sollte eigentlich kein weiteres Problem machen. Oh, 4-1 klingt gut. Dann könnt ihr... Nee, kommt da noch nicht lang. Nur so ein bisschen nachsetzen, aber da sind überall Kontrollzonen und so ein Zeug im Weg leider. Und da, und falls man sich da noch rüberschießen will, können wir gerade auch nicht heilen. Jetzt natürlich auch nicht, weil er was gemacht hat. Also stell dich da für die Versorgung hin. Du kannst dabei noch mal rankommen und zum Beispiel hier schon hin. Kannst du damit kommandieren. Zahlen, ja, sind dann hier gebrauchbar. So, ihr könnt da reingehen. Dann noch mal kurz Platz. Mann im hinteren Ort ist, ja, ist einer. Aber dann könnt ihr hier schon mal stärker über den Fluss stürmen. Und dann 2-3 alleine muss jetzt unbedingt nicht sein und du musst hier schon noch den Ort so ein bisschen verteidigen. Du kannst hier ganz leicht laufen, aber hier ist auch die erste Partisanenposition. Nur um den Ort herum ein bisschen Karte anmalen, aber ohne es zu vertreiben und gerne noch mit Verschanzung. Ohne es zu übertreiben und gerne mit Verschanzung. Ja, du stehst noch hier und versorgst dann in eine Richtung. Der kommt hinterher und die Verstärkung zieht dann gerade auch langsam hinterher. So. Das Landungsboot wurde zum Glück nicht angegangen. Man zieht den einen Hafen frei und er springt da drüben in die Ecke. Müssen wir mal sehen, ob hier irgendwas los ist. Da war zuletzt einer drin. Ich will jetzt natürlich speziell hier, wo man so landen könnte. Mal so ein bisschen schauen. Also hier sind zumindest keine Schiffe im Weg. Die Frage ist, ob man da wirklich reinkommt. Beide Orte frei. Naja, dann vielleicht tendenziell lieber den mit dem Hafen. Ich finde es gerade nur spannend, dass durch die Bewegung dahin, da drüben eine Einheit aufgedeckt wurde. Gibt manchmal lustige Zusammenhänge zwischen den Spielmechaniken. Gut, dann steht ihr alle da. U-Boot macht da unten weiter Stress. Ich meine, wenn wir einen Hafen haben, hier stehen eh ein paar viele Leute rum, man könnte ihm ja was rüberschicken. Nur ein HQ wird irgendwie schwierig und ohne HQ wird es auch schwierig, da drüben irgendwas zu machen. Geld, ich glaube, wir brauchen das Geld von den Deutschen inzwischen nicht mehr so dringend. Sollen die lieber selbst ihren Kram damit irgendwie hinbekommen? Wird natürlich Diplomatie betreiben, aber das geht ja alles zu den Deutschen rüber. Es gibt leider keine Österreicher. Und kaufen ist jetzt auch, also man kann natürlich noch jedes Korps, das es gibt, sich holen. Oder so ein Luftschiff, ich meine, zum weiträumigen Aufklären ist das auch ganz nett. Und den Rest dann auch einfach sparen. Dann mal sehen, hoffentlich bringt die Landung die KI hier nochmal ordentlich durcheinander. Ja, du hast natürlich nichts in Feuerreichweite. Gut, man könnte den darauf tauschen und dann könnte der bald mal Trient angehen. Solange nur eine Abteilung drin bleibt, sollte das jetzt drin sein.
Du schießt dich da lang und dann nach Venedig. Der Bulgare macht da ein bisschen Sightseeing, schaut sich mal alles an, was so mit der Eisenbahn verbunden ist. Die machen da unten Desertseeing, haben sogar eigene Flugzeuge dabei, um sich alles anzugucken. Die sind wirklich mit der Kanone auf Grottenhof. Es ist immer so ein hebender Moment mitzukriegen, wenn die KI was Sinnvolles macht mit ihren Einheiten. Jetzt kesseln sie den Ort auch noch komplett ein. Aber gar nicht mehr notwendig, weil sie es jetzt auch so erobert haben. Gehen sogar auf das Haku, wo sie rankommen. Gut, der Bereitervorstoß der Osmanen fällt ein bisschen ambitioniert. Gegen Trient. Marschieren ja richtig nach vorne. Okay, das bulgarische Akku da hinten, das ist langsam wirklich zu viel des Guten dafür, dass die da hinten nichts machen. Ein wenig Moralsenkung und noch ein bisschen Plus für Österreich. USA protestieren, aber die waren letztes erst bei 18%, also das ist noch ein bisschen hin. Die Deutschen investieren auch in U-Boot-Jagd. Naja, können sie machen. Mobilität, sehr schön. Logistik wirkt auch ein bisschen Forschung frei wieder. Aber wir bekommen jetzt sogar schon ohne die Zuschüsse 500 Punkte und sind damit auch langsam in der Nähe des deutschen Einkommens. Also gut, langsam, es sind immer noch 100 MPP. Aber ich meine, als Österreicher 500 Punkte aus eigener Kraft, das hat definitiv mal was für sich. Dann ist man nicht mehr nur so ein lästiges Anhängsel, sondern wirklich jemand, der etwas machen kann. Und wenn der denn nicht weggeht, kesseln wir den mal so eben en passant ein.
Weiter nur 50% der deutschen Artillerie in Feuerreichweite. Ich hoffe, die lernen das irgendwann mal. Aber jetzt geht's doch gegen Jerusalem und da steht nur eine Abteilung drin. Okay, und wenn die Artie sich da nicht zurückzieht, dann holen wir uns die halt. Ah, osmanischer Reiter. Der Berg da aus hat eine Weile umkämpft. Jetzt rücken die auch noch heran, aber gut. 2 gegen 1. Gut, unsere Abteilung hatte die Waffen, aber trotzdem ganz gut eigentlich. Na gut, wenn die Jerusalem nicht angreifen, ist es ja auch nicht so schlimm, dass sie es gerade beschossen haben. Mehr Franzosen als Italiener, zumindest im Blickfeld. Gut, jetzt genauso viele, aber mehr Franzosen und Briten als Italiener da. Vielleicht sind die auch einfach alle nach Süden gegangen, um gegen die Landung irgendwas zu unternehmen. Na gut, aber ich würde sagen, du gehst trotzdem in den Ort zurück, nur so. Damit du auch eine schöne Fünferversorgung hast, ehe irgendwas schief gehst und du blockierst einfach die Straße hier drüben. Der Thessaloniki ist unten, der Hafen ist auch blockiert. Die müssen sich jetzt hier vor dem Ort mal aufstellen, dann könnte man das kriegen. Aber sollen die es nicht machen und ich meine, im Kern ist es ja auch nur eine Nebenfront. Deswegen schicke ich da auch erstmal nicht mehr hin. Und wenn Italien... Spannenderweise ist der Ort hier noch frei. Ich meine, wir haben einen intakten Hafen. Wir können uns hier irgendwen schicken lassen, der einfach auf den Ort da aufpasst. Okay, aber hier bei Bologna stehen sie, aber ihr könnt euch ruhig Stress machen. Und du... Moment, wir machen eben... Ich hoffe, der geht dahin. Warte, am Ende. Ich glaube nicht wirklich, dass da einer ist. Und eigentlich sollte natürlich das U-Boot solche Sachen machen. Noch ein Feld anmalen. Da ist ja wahrscheinlich dann doch wieder einer drin. So, wir haben 2 Schuss. Gegen eine Verschanzung von 7. Und sehr schlechten Startwerten. Und 2 Schuss gegen eine Verschanzung von 5. Also vorsichtig ausgedrückt glaube ich jetzt nicht, dass es hier was für Angriffe reichen würde. Wir bräuchten mal mehr Munition. Hier sonst eine kleine Heilrunde einlegen. Alle jene, die es brauchen und dann alle jene, an die man rankommt. Und du mauerst dich hier nochmal richtig. Und dann versuchen wir es im nächsten Zug. Packen wir da mal einen zweiten rein. Können dann zugegebenermaßen gar nichts mehr forschen, außer die Luftschiffentwicklung. Und das Langstreckenflugzeug und Jagdflugzeuge, aber das sind alles nicht so wichtige Sachen. Ich meine, es wurde jetzt ein Luftschiff gebaut, aber trotzdem ist nicht so entscheidend. Man müsste erwarten, dass der Luftkrieg durch ist. Halt die nächste Stufe der Munitionsforschung oder so. Lassen wir das so stehen.
Den und ihr hier drüben könnt euch jetzt mal diese Artillerie da holen. Die sollten eigentlich auch gerade mal geheilt werden, so wie sie stehen. Weil das Ding können wir auch einfach komplett einkesseln. Ja, von da eine machen, dann kann man die hier mal eben alle fit machen. Du kannst noch dein Sternchen kriegen. Und 6-0. Ja, typische 6-0. Dachte, der geht vielleicht dann noch einen nach Süden. Hat er leider nicht gemacht. Und von hier, weil ihr könntet vielleicht auch schon auf den Reiter gehen. Müssen wir das ja nur mal eben anmalen, das Feld. Ja, bald sind auch die Infanteriewaffen. Ein bisschen am Überlegen, ob man die Mobilität jetzt schon großflächig ausgibt oder halt erstmal demnächst mit den Waffen. Sonst würde ich hier und da gerne noch weiter hauen. Vielleicht kriegt ihr den ja schon raus, wenn ein paar gute Angriffe hat. Ach, hier ist der Fluss. Von hinten ist der Fluss nicht und der Schützengraben ist auch nicht von hinten. Trotzdem nur ein 2-2. Ja, das ist ja auch eine potenziell erfahrene Einheit. Wenn man das 2-2 ehrlich gesagt jetzt nicht, das ist dann doch nicht wert. Dann stellt euch erstmal dahin. Ja gut, nicht viel passiert. So, und ihr könnt hier eigentlich weitermachen. Der hat noch eine gute Versorgung, aber ich sehe den zu umlaufen, wird auch nicht so ganz einfach. Hier unten ja einfach mal eindringen. Und WW1 ist man gar nicht so oft in dieser Ecke, deswegen schaue ich ständig wegen Partisanen, aber das passt eigentlich. Hier und da ein bisschen außen rum. Also ihr kommt ja noch hinterher und könnt den Ort da sichern. Du könntest da übel weit nach vorne und dem damit nebenbei auch die Eisenbahn wegnehmen. Versorgungsschwächung. Du kannst doch mit, aber du musst natürlich noch auf den Ort aufpassen, ehe der da reinhüpft. Du kannst auch mal mit nach vorne. Und dann. Ja, Kuhs denke ich auch langsam vorrücken. Zugegebenermaßen, obwohl für die musst du eigentlich dahin. Wir hoffen, dass die KI nicht ausrückt. Jetzt haben wir zwar hier keinen Zehner, aber mit zwei Achtern passt er schon und demnächst wird das wieder. Na gut, und dann irgendwie in die Richtung rücken. Du könntest mal eben dahin und den da auch noch die Eisenbahn wegnehmen. Moral 20%, immer weiter am Fallen. Österreich geht immer weiter nach vorne und dann haben wir hier noch. Glaube, irgendwie die ganzen Schiffe, die noch da sind, verkriechen sich in irgendwelchen Häfen oder sind nicht da. Ja, gut, aber bevor man ausläuft mit denen, würde ich schon noch gerne die Marinewaffen abwarten. Weil wenn einer versenkt wird, das wäre dann ja doch unschön. Also wenn die Marinewaffen da sind, dürft ihr mal ein bisschen rausfahren. Sonst bleibt da einfach, Landung funktioniert und ihr schießt euch dann nächstes Mal lang. Dann hoffen wir, dass die KI verbündet nicht zu viel Unsinn anstellen. Jetzt einfach so ein Korps nach Bulgarien stellen. Könnte dann aber schon auch wieder unter Unsinn landen. Mit einem Schlachtschiff so weit rausfahren, um einen Zerstörer zu erlegen. Naja, der Berg wird besetzt. Ein Bulgare eben auch wieder irgendwo im Osten.
den Aachen geschwächt. Und der Unteraachen ist fast eine Einladung für die anderen da anzugreifen. Also wenn man beim Angriff nur sich selbst schwächt und halt auch den potenziellen Verteidiger dann dem gegnerischen zu, dann sollte man nicht angreifen. Da läuft ja auch ein Osmane mit. Einfach durch den Sumpf. Aber das Lästige, dass die ihre Einheiten da andauernd in den Osten bringen, ist, dass die Orte dann einfach kriegen. Das ist ein bisschen wirklich lästig, ist, weil die ja hinten nicht viel dazu beigetragen haben, sich die zu holen. Und dann auch noch das Geld dafür kriegen. Tolle Verbündete manchmal. Gasgranaten 2 ist fertig, sehr schön. Sollte man gleich weiterschießen können in Italien. Und die Kanone bei Kiew kann ja per Bahn vielleicht irgendwo hin. Und dann dem nächsten Ziel hätte. Ein U-Boot, das ist lästig. Ich glaube, wir haben nur ein oder zwei Zerstörer, um das zu bekämpfen, und damit wird man das auch nicht recht los. Also kannst du Glück haben, dass da nicht noch irgendein anderes Schiff um die Ecke kommt? Also irgendeins mit Kampfkraft, ja. Nur um den Zerstörer abzuschießen, aber das Schlachtschiff einfach zu wertvoll eigentlich. Und das nächste Feld. Der Berg wird wahrscheinlich Zeichen leer geräumt und Aachen. Jetzt. Okay. Glück gehabt. Wäre aber fast gefallen. Und bei Erzuben wollen die weiter nicht zumachen. Doch mal eben durchmarschieren, den einkesseln und auch schon auf Minsk vorgehen.
Eine sind beide Kanonen im Westen in Schussreichweite. Aber auch nur, weil die Front immer näher heranrückt. Gut. Also ja, Griechenland wird jetzt mehr oder minder so stehen bleiben. Die Schiffe warten auf die Marinewaffen. Die Landung, ich meine, ihr werdet hier wahrscheinlich jetzt auch erstmal stehen bleiben und das euch bequem machen. Weil ihr hier nicht so viel machen könnt und ihr könnt euch da lang schießen. Hoffentlich, du hast 5 Schuss auf Verschanzung 7, du hast auch 5 Schuss auf Verschanzung 5. Sollte ungefähr klappen und ihr macht einfach weiter. So wie die stehen, könnte man die vielleicht aber jetzt doch teilweise upgraden, aber in ein paar Zügen ist halt auch Infanterie 2 fertig. Und der könnte zum Beispiel da an den Ort, dann könnten wir auf den schießen. Oder der kriegt auch, na gut, bei der Arti wird sich's ja vielleicht doch lohnen, schon Mobilität, auch wenn die ganz schön kostet, zu vergeben. Da und das meine ich, dass die Orte einfach anmalen. Hört jetzt nämlich zu den Deutschen. Tauen sich einfach ein bisschen Geld aus dem, was man hier mühevoll erobert. Na gut, aber abgesehen von einer wegbröckelnden Westfront sieht es ja eigentlich noch ganz gut aus. Und dann würde ich an dieser Stelle auch erst einmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.